fahren, wie ich es eben schon gesagt habe, einmal unter den Tisch, komplett runter, sichern sich kurz beim Schiedsrichter ab, ob das weit genug ist. Und wenn das erfüllt ist, dann geht es auch schon weiter. Und die Schiedsrichter können in beiden Fällen dann, so wie ich das sehe, grünes Licht geben. Einmal schon mal einen Applaus für Team Caterpillar, da wurde schon grün gezeigt. Und auch für Team Hall aus den USA. Wow, das wurde hier aber ein enormes Tempo vorgelegt. Er hat ein bisschen Anlauf genommen, um über das Rough Terrain, das hatten wir eben auch bei den Exoskeletten, um da drüber zu kommen. Jetzt wird hier ein bisschen Hilfe benötigt. Und deswegen können hier bei Team Hall aus den USA aus Pittsburgh die Punkte leider nicht gegeben werden. Was wir hier aber gesehen haben, was besonders war, das war das Antikriegssystem und das ist hier vorne bei Caterpillar aus Russland etwas anderes. Die beiden kommen aus Novosibirsk und ich habe gehört, dass es da sehr viele Treppen gibt. Das war auch der Anlass für Ivan, dann diesen Rollstuhl zu entwickeln. Der Juri, der Pilot, das ist sein bester Freund. Und Sie haben hier gesehen, es ist ein anderes Antriebssystem, man kann hier switchen. Zum einen gibt es dieses, ja, diesen Kettenantrieb, das ist so ähnlich wie so ein kleiner Panzer. Und jetzt switcht er wieder, Juri, durch einen Knopfdruck verändert sich hier jetzt die Möglichkeit des Antriebs und er fährt mit den Rollen über die meisten Ziele. Die grüne Flagge geht hoch, meine Damen und Herren, ein Applaus hier. Team Hall ist jetzt auch über die Ziellinie. Hier können Sie auch applaudieren, meine Damen und Herren, auch wenn die rote Flagge hochgeht, das macht nichts, denn es ist trotzdem super gelöst hier. Und wir sind jetzt an der nächsten Herausforderung bei beiden Piloten, meine Damen und Herren. Das ist teilweise sehr rasant anzusehen, vor allem der Rollstuhl von Team Hall, der geht. Der Minus geht manchmal so unheimlich hoch und da kriegt man manchmal einen kleinen Schreck. So, und jetzt nochmal Applaus hier für die Caterpillar. Die grüne Flagge geht hoch. Und auch bei Team Hall aus den USA wurde die Tür geschlossen, das ist ganz wichtig. Und die grüne Flagge ist noch nicht hoch. Aber es geht hoch. Thank you.